So, ist der August auch schon wieder vorbei, meine Fresse. Wo ist das Jahr hin? Ich verstehe es nicht echt. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lesemonat vom August geben. Im August habe ich nicht ganz so viel gelesen wie im Juni und im Juli. Es waren im August insgesamt bei mir 9 Bücher, die ich gelesen habe. Und darum soll es heute gehen in diesem Video. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ihr wisst Bescheid, die Bücher wie immer in der Reihenfolge, wie ich sie auch gelesen habe. Und mein erstes Buch im August, auf das hatte ich mich wahnsinnig doll gefreut. Und ach, es war so gut, es war so ein tolles Buch, es war so eine tolle Geschichte. Und zwar war das Dark Elements 3 Sehnsuchtsvolle Berührung von Jennifer Armentrout. Das ist der dritte und letzte Teil der Dark Elements Reihe. Und was soll ich sagen, holy cannoli, dieses Buch war so gut. Das hatte Witz, es hatte tolle Charaktere, es hatte eine schöne Handlung und es war einfach so schön. Und auf Seite 30 habe ich schon so gelacht und die ganze Situation, die in diesem Buch entstehen, die sind teilweise einfach so komisch. Und ja, ich mag dieses Buch unheimlich gern. Einziges, was ich ein bisschen an Kritik üben muss bei dem Buch, ist das Ende. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Also, es heißt nicht ganz gefallen, also es hat mir schon gefallen, das Ende. Aber es war mir ein bisschen zu ruhig. Also die Spannung hat sich hier extrem aufgebaut in dem Buch und es hat sich immer weiter gesteigert und man hat gedacht, ach du Gott, was kommt denn jetzt bitte am Ende? Und dann war das Ende so ein, hui, so ein kleines Puff. Und es war leider nicht ganz so spektakulär, wie ich es erwartet hätte, aufgrund dieser ganzen Spannung, die sich im Vorfeld aufgebaut hat. Aber es war ein schönes Ende und es war okay vom Ende. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich mit einem sehr guten Gefühl zurückgelassen. Und ich habe keine Frage mehr am Ende offen gehabt. Ich habe, was die Protagonistin betrifft, war alles geklärt. Was die ganzen anderen Charaktere betrifft, war alles aufgelöst. Und ja, ich mochte dieses Buch. Ich mag diese ganze Reihe unheimlich gern. Ich liebe sie. Und wer gern Mädchen-, Jugend-, Fantasy-Bücher liest, sollte sich Dark Elements auf jeden Fall mit angucken. Nachdem ich dann Dark Elements 1 beendet hatte, bin ich erstmal in Urlaub gefahren und habe in den Urlaub mitgenommen, voll erwischt von Ellen Sommer. Das ist eine Jugendliebesgeschichte mit so einem bisschen einen Fantasy-Touch, sag ich mal. Obwohl ich leider finde, dass dieser Fantasy-Touch hier im ersten Teil so stark zu kurz kommt, sodass man diesen ganz, ganz schnell vergisst, dass er eigentlich ja noch da ist. Das soll im zweiten Teil allerdings anders gelöst sein und dann soll das Ganze auch mehr in den Vordergrund rücken und dann soll das Ganze auch ein bisschen besser erläutert werden. Da ich jetzt aber den zweiten Teil noch nicht gelesen habe, weiß ich das natürlich nicht. Erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Lille und Lille zieht für das letzte Schuljahr zu ihrer Großmutter von Bayern nach Wuppertal, war das, glaube ich, genau. Und ja, dort soll sie das letzte Schuljahr verbringen und hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, jetzt so kurz vor knapp nochmal die Schule zu wechseln. Und ihre ganzen Freunde sind zu Hause und ja, ihre Handballmannschaft ist zu Hause und das findet sie alles ein bisschen doof am Anfang. Sie stellt dann aber sehr, sehr schnell fest, dass in ihrer neuen Schule es auch eine Handballmannschaft gibt und den schließt sie sich an und kann sich auch relativ schnell in eine Clique eingliedern und lernt dort Sarah kennen und Chris. Und Lille merkt sofort, dass zwischen ihr und Chris da noch was anderes ist und ja, das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Also es geht vorrangig um die Beziehung zwischen Lille und Chris und auch die Beziehung zwischen Lille und ihren neuen Freunden. Und wie gesagt, es hat so einen leichten Fantasy-Touch, der aber hier für mich im ersten Teil leider sehr, sehr kurz, also der mir einfach zu kurz kommt. Also es wird auch leider nichts weiter erläutert. Und wenn man da liest, denkt man dann auch irgendwann nicht mehr drüber nach, dass er da ist. Und dann sind manche Stellen, wo wieder so ein kleiner Hinweis auf diesen Fantasy-Touch ist. Und dann denkt man sich so, hä? Was soll das jetzt? Weil man es einfach vergessen hat. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ja, ich hoffe, dass das im zweiten Teil dann einfach besser gelöst ist. Ansonsten ist dieses Buch eine super süße, niedliche Liebesgeschichte. Und alle Jugendbuchfans, die gerne auf so niedliche Jugendgeschichten stehen, die sollten sich Voll erwischt auf jeden Fall mal mit anschauen. Dann hatte ich noch mit in meinem Urlaub, weil Voll erwischt war ja nur ein sehr dünnes Büchlein, habe ich mir noch mitgenommen den zweiten Teil von Samantha Youngs Flammenmädchenreihe. Und zwar Das Erbe des Flammenmädchens. Und ich muss sagen, dieses Buch war ein Übergangsteil und das hat man auch gemerkt. Das sind ja insgesamt 4 Teile, die zu dieser Reihe gehören. Und ja, man hat halt leider gemerkt, dass das nur so ein Übergangsteil ist. Es ist von der Story her nicht ganz so viel passiert. Es sind ein paar Sachen sind aufgelöst worden, wo Fragen so zum ersten Teil offen geblieben sind, aber leider nicht alles und leider auch nicht viel.
Und ansonsten kann ich sagen, ich mochte die Protagonistin Ari auch wieder total gern. Ich mochte Jay und Charlie. Und ich finde diese ganze Gin-Welt auch immer noch furchtbar cool. Und ich frage mich auch immer noch, was wird hier am Ende passieren und worauf läuft das Ganze hinaus? Weil hier passieren immer mehr Intrigen und Handlungen und das baut sich alles so auf, so nach und nach. Und ja, also so für zwischendurch kann ich nur sagen, als Übergangsteil war es völlig okay. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und möchte auf jeden Fall den dritten und vierten Teil irgendwie versuchen, noch vielleicht dieses Jahr mitzulesen, dass ich die Reihe noch beendet habe. Aber ansonsten, Das Erbe des Flammenmädchen ist eine coole Fortsetzung zu dem ersten Teil. Und falls ihr Bock auf eine Jugend-Fantasy-Geschichte habt mit Gin und einem ganz, ganz tollen Schreibstil und ganz, ganz tollen Charakteren, dann schaut euch die Flammenmädchen-Reihe von Samantha Young auf jeden Fall mit an. Zum Inhalt kann ich hier nicht wirklich viel sagen, weil egal was ich jetzt sage, ich spoilere den ersten Teil. Also von daher sage ich jetzt hier zum Inhalt einfach mal an dieser Stelle gar nichts, nur dass es immer noch um Ari geht und um Aris Beziehung zwischen Charlie und Jay und zwischen der Sache, die am Ende mit Charlie passiert ist. Und ja, ich kann zum Inhalt leider gar nichts sagen, weil sonst spoilere ich euch wirklich komplett voll und das möchte ich nicht. Als ich aus dem Urlaub wieder da war, habe ich dann mal ein Buch weitergelesen, was ich davor schon angefangen hatte, wo ich dann aber pausiert hatte, weil es irgendwie nicht mein Buch war. Und ich habe dann aber gedacht, nach dem Urlaub, du liest es jetzt fertig. Und zwar rede ich hier von Battle Island von Peter Freund. Ich muss sagen, dieses Buch war an und für sich eine coole Geschichte. Also die Story an und für sich hat mir richtig gut gefallen. Einzigst, was ich wirklich ganz furchtbar fand, man liest hier kapitelweise Kapitel auf Battle Island, dann springt man zurück in die Vergangenheit, dann springt man wieder vor und dann springt man wieder zurück. Und das hat es für mich unmöglich gemacht, einen Handlungsstrang komplett, also ich konnte nicht in die Geschichte eintauchen, weil immer durch dieses Hin und Her wurde man immer aus einer Handlung gerissen. Und es ist nicht so, dass man 5 Kapitel Battle Island liest und dann 5 Kapitel Vergangenheit. Nein, es ist von Kapitel zu Kapitel springt man hin und her und das hat mich einfach wahnsinnig gemacht beim Lesen. Und das hat für mich leider das Buch auch ein bisschen versaut, weil ich einfach nur noch genervt war von dieser ganzen Sache. Und auch der Schreibstil war nicht so 100% meins, muss ich sagen. Es gibt hier so einen Franzosen in diesem Buch und man hat versucht, diesen französischen Akzent zu schreiben. Und es, also das ging, aber irgendwie für mich ging das nicht. Also ich fand das ganz, ganz furchtbar und das hat mir auch gar nicht gefallen. Also wie gesagt, der Schreibstil war für mich so lala und dieses Hin- und Hergehüpfen für den Kapiteln hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Da bin ich absolut nicht mit zurechtgekommen und ich habe nur gedacht so, oh Gott, nicht schon wieder. Das Ganze ändert sich dann so ungefähr die letzten 80 bis 100 Seiten ist man dann komplett auf Battle Island und man ist komplett in der Geschichte und hat die ganze Vergangenheit quasi aufgeholt. Und ab dem Zeitpunkt fand ich das Buch auch wirklich richtig gut. Was zum Ende hin dort noch alles passiert ist, die ganzen Plots, die dort noch aufgetaucht sind, haben mir auch richtig gut gefallen und ja, haben für mich das Ende dann doch noch irgendwie gerettet. Aber wie gesagt, leider dadurch, dass das am Anfang so ein Kampf war mit diesem Hin und Her, hat es mir dieses Buch leider ein bisschen versaut. Aber ansonsten einfach echt eine coole Geschichte. Kurz zum Inhalt in diesem Buch geht es um Luisa und Luisa lebt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in Berlin. Sie macht gerade ein Praktikum bei einem renommierten Fernsehsender. Naja, was heißt renommiert? Bei so einem Klatsch-Fernsehsender. Und ja, eines Tages wird dann festgestellt, dass ihre Mutter eine schwere Krankheit hat. Und es gibt eine neue Heilungsmethode und so eine neue Therapiemethode, die natürlich nicht die Krankenkasse übernimmt. Und die ist sehr, sehr teuer. Also versucht Luisa irgendwie an das Geld zu kommen. Und da bietet sich ihr die einmalige Chance, an einer neuen Fernsehshow teilzunehmen, und zwar Battle Island. Battle Island ist eine komplette Insel, die komplett abgeschottet ist, und dort irgendwo ist ein Schatz von 1 Million Euro vergraben, und wer diesen findet, hat natürlich gewonnen und darf die 1 Million Euro behalten. Und es ist aber ganz, ganz schnell, stellt sich heraus, dass alles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dass hier Intrigen gesponnen werden und dass auch manche Sachen sehr, sehr gefährlich sind und Luisa hier sehr, sehr schnell auch in Lebensgefahr gerät. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt gar nicht sagen. Ob Luisa am Ende gewinnt und den Schatz findet und was am Ende noch alles passiert, lest es selbst. Wie gesagt, ich fand das Buch von der Handlung her wirklich gut, aber dieses Hin und Her hat mich da einfach echt gestört. Wer mit sowas keine Probleme hat, der sollte sich Battle Island auf jeden Fall anschauen. Nachdem ich dann Battle Island gelesen hatte, brauchte ich mal wieder so ein Buch, wo ich wusste, das gibt mir mal wieder so einen Leseraufschwung, weil ich hatte dann nicht wirklich zu dem Zeitpunkt Bock, weiter irgendwie Bücher zu lesen. Ich war einfach so, ach ja, puh, die letzten Bücher waren jetzt alle nicht so. Und dann brauchte ich mal einfach wieder ein Buch, wo ich sage, ja, das gibt mir einen Leseaufschwung. Und da habe ich dann einfach mal zu Rockkiss 3, Ich will alles von dir, von Nalini Singh gegriffen, weil Nalini Singh ist einfach eine ganz, ganz tolle Autorin und ich liebe ihren Schreibstil.
Und ja, was soll ich sagen? Dieses Buch hat mich gerettet. Es war ein so tolles Buch. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte zwar den zweiten Teil immer noch mehr als den dritten, aber der dritte war auch richtig gut. In diesem Buch geht es um Kit Devine und Noah St. Jones. Und die beiden sind schon seit sehr, sehr langer Zeit Freunde gewesen. Und es hat sich aber von Anfang an herausgestellt, dass die Chemie zwischen den beiden was ganz Besonderes ist und dass da mehr ist als nur diese Freundschaft. Da Noah aber nie eine Beziehung wollte und Kit jetzt nicht so der Mensch ist für einen One-Night-Stand, ist da nie mehr draus geworden. Und irgendwann waren die beiden so weit, dass sie wirklich sehr, sehr freundschaftlich miteinander umgehen konnten. Und sie waren beste Freunde. Und Kit hat halt gemerkt, dass sich da mehr zwischen den beiden entwickelt und hat halt im Heimlichen doch noch gehofft, dass Noah da quasi ein Einsehen hat und den beiden eine Chance gibt. Das wurde dann aber auf ganz, ganz böse Weise von Noah zerstört. Er hat ihr quasi ihr Herz gebrochen, er hat es rausgerissen und ist drauf rumgetrampelt und von dem Tag an war Funkstille zwischen den beiden. Und das fand Kit sehr, sehr schade und ist da auch immer noch nicht wirklich drüber hinweggekommen, dass er diesen krassen Verrat an ihr da begangen hat. Und ja, eines Tages, mitten in der Nacht, ruft Noah Kit an und erzählt ihr, dass er Hilfe braucht. Und naja, Kit ist ein liebenswerter Mensch und eilt ihm natürlich zu Hilfe. Und von dem Moment an haben die beiden wieder Kontakt zueinander. Und die Frage stellt sich, ob da nicht noch mehr aus den beiden werden kann. Mehr möchte ich zum Inhalt nicht verraten. Ich fand dieses Buch unheimlich gut. Es war wirklich sehr, sehr hart, was Noah hier für eine Vergangenheit hat, warum er so ist, wie er ist und warum er nicht fähig ist, eine Beziehung zu führen. Und was sein düsteres Geheimnis ist. Also ab einem bestimmten Punkt im Buch weiß man schon in etwa, worauf das Ganze hinauslaufen könnte und was da wohl wahrscheinlich da dahinter steht, dass er so ist, wie er ist. Aber das am Ende dann zu lesen, war doch schon sehr übel und sehr schockierend für mich. Und ja, ich mochte die Geschichte von Kit und Noah einfach unheimlich gern. Sie hat mir richtig gut gefallen. Und ja, zum Schreibstil brauche ich, glaube ich, auch nichts weiter sagen von der Liesing. Ihr wisst, ich mag ihre Bücher unheimlich gern und ich mochte den dritten Teil und ich kann ihn euch auch wieder wärmstens empfehlen. Nachdem ich Rockies 3 gelesen habe, habe ich dann zum Harry Potter gegriffen und der Gefangene von Azkaban. Das ist ja der dritte Harry Potter Teil. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mir bisher von allen am besten gefallen. Ich mochte die Handlung bisher am liebsten und ich mochte auch die Spannung am liebsten von allen bisher. Man merkt so langsam, dass die Charaktere sich so ein bisschen weiterentwickeln und so ein bisschen erwachsener werden und da auch schon natürlich auf Erfahrungen zurückgreifen können. Und es war auch hier in diesem Buch schon ein, zwei Sachen anders als im Film und es war ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, die man auch bekommen hat einfach und das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, wie gesagt, Setting, Schreibstil brauche ich, glaube ich, nichts weiter sagen, fand ich wirklich gut. Und zum Inhalt, glaube ich, brauche ich auch nichts weiter sagen. Es geht um das dritte Jahr in Hogwarts und es ist ein Gefangener aus Azkaban geflohen und zwar Sirius Black und das Zaubereiministerium ist noch auf der Suche nach ihm. Und irgendwie verhalten sich alle ganz, ganz komisch, wenn es um Sirius Black geht und Harry in der Nähe ist. Und was das Ganze mit Harry zu tun hat, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Ich mochte es unheimlich gern und freue mich jetzt schon auf den vierten Harry Potter Teil. Den lesen wir ja diesen Monat und ja, I like it, I like it, I like it. Nachdem ich Harry Potter beendet hatte, wurde es Zeit für ein Buch, auf das ich mich schon so lange unheimlich freue. Und zwar Angel Fall von Susan E. Dieses Buch wurde jetzt nochmal neu aufgelegt in dieser neuen Auflage hier. Ich muss sagen, mir gefällt das Cover auch viel besser als in der alten Auflage. Ich finde, das passt einfach richtig gut zur Geschichte. Und ich wollte es schon immer lesen, dieses Buch, und habe es aber nie, weil ich immer wusste, das Buch wird nicht weiter übersetzt. Und deswegen habe ich es mir nie gekauft. Und dann hat die Sina irgendwann mal ein Video dazu gemacht, wo sie gesagt hat, hier, es kommt eine neue Auflage und der zweite Teil kommt definitiv auch raus. Und ja, was soll ich sagen, natürlich musste ich dieses Buch haben und ich habe es beim Verlag angefragt und der Verlag hat es mir netterweise auch zur Verfügung gestellt. Und es war so ein tolles Buch. Ich mag die Geschichte so gern. Es ist einfach mal was komplett anderes. Und ja, aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Penryn. Und Penryn lebt in einer zerstörten postapokalyptischen Welt, denn die Engel sind vom Himmel gekommen und haben die Menschheit vernichtet, quasi. Engel sind in diesem Buch keine Guten, sondern eher die Bösen. Und wieso, weshalb, warum die Engel vom Himmel kamen, das weiß keiner so wirklich. Sie waren auf einmal da und haben halt angefangen, die Städte zu zerstören und haben halt Krieg mit den Menschen begonnen. Wir befinden uns jetzt hier ungefähr 6 bis 8 Wochen, nachdem das Ganze passiert ist. Und Penryn lebt mit ihrer kleinen Schwester Paige, die im Rollstuhl sitzt, und ihrer Mutter noch immer in ihrer kleinen Wohnung.
Sie stellen aber jetzt inzwischen fest, dass es immer gefährlicher wird und haben natürlich Angst vor den Banden, die so langsam durch die Straßen ziehen und alles ausrauben und wollen sich auf den Weg machen, um sich ein sicheres Versteck zu suchen. Dadurch, dass Paige halt im Rollstuhl sitzt, ist das alles gar nicht so einfach und auch die Mutter von Penryn ist nicht so ein ganz einfacher Mensch, denn sie hat mit ihren eigenen inneren Dämonen zu kämpfen und ist ein bisschen im Kopf und deswegen muss Penryn halt auch die Verantwortung für alle übernehmen. Und als sie dann auf dem Weg sind, um zu flüchten, um sich halt einen sicheren Ort zu suchen, geraten sie in einen Engelskampf quasi. Also sie sehen, wie mehrere Engel auf einen Engel draufgehen und dem die Flügel abschneiden und den einfach attackieren und umbringen wollen. Und Penryn sieht halt ihre einzige Chance, nicht entdeckt zu werden, darin, diesen anderen Engel zu helfen. Und das tut sie dann auch. Und dieser schafft es dann, die bösen Engel zu vertreiben quasi, bricht danach zusammen und Penryn muss aber feststellen, dass ihre kleine Schwester entführt wurde. Während sie mit dem Engel da beschäftigt war, hat ein anderer von den bösen Engeln ihre Schwester einfach aus dem Rollstuhl entführt und sie verschleppt. So, und jetzt ist natürlich das Problem, dass Penryn ihre kleine Schwester zurückhaben möchte und sieht er natürlich keine andere Möglichkeit, als diesem verletzten Engel, dem die Flügel abgeschnitten wurden, zu helfen und ihn erstmal in Sicherheit zu bringen und zu beten, dass er nicht stirbt, damit sie ihn nach ihrer Schwester befragen kann. So, das ist so das Grobe, worum es in Angel Fall geht. Wie gesagt, Penryn muss dann mit diesem gefallenen Engel quasi eine Allianz bilden, um ihre Schwester zu retten, auch wenn dieser Engel, er heißt Raffe, ihr nicht wirklich Mut zuspricht und sagt, dass ihre Schwester höchstwahrscheinlich schon tot ist. Penryn kann das doch nicht akzeptieren und gibt nicht auf. Und ja, das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, ich mochte die Geschichte so gern und ich mochte die Charaktere so gern. Und das Ende, das war so schockierend, das war einfach so krass. Also ich hatte es in meiner Rezi dazu auch gesagt, ich finde es ja immer sehr schlimm, wenn in Büchern oder auch in Filmen Experimente an Kindern gemacht werden oder auch Gewalt an Kindern dargestellt wird und das ist am Ende hier in diesem Buch wirklich richtig krass und es war für mich wirklich, oh, mir krabbelt die Nase, Entschuldigung. Und das war am Ende hier für mich auch wirklich sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen, weil es einfach sehr schockierend ist, was sie hier mit den Kindern gemacht haben und ja, ich bin irgendwie immer noch nicht drüber hinweg. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich muss den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, denn dieser erste Teil hier war so unheimlich gut. Es hat dieses Buch hat alles, was ein gutes Buch haben muss und ich liebe es und ich mag die Charaktere, ich mag den Schreibstil, ich mag die Handlung, ich mag das Setting, diese postapokalyptische Welt ist einfach genial und Susan Yee hat sie echt geschafft, mal was ganz, ganz anderes zu erschaffen und zu erfinden und ja, ich liebe dieses Buch und kann es euch wirklich nur empfehlen. So, jetzt kam mein Freund gerade zwischendurch nach Hause und jetzt muss ich erstmal kurz Pause machen. Zwei Bücher habe ich noch. Und zwar zum einen Scherben der Hoffnung von Nalini Singh. Das ist das letzte Gestaltenwanderbuch, was es bisher gibt und was ich jetzt bisher lesen kann. Und ich habe so ein bisschen so ein drehendes und machendes Auge. Ich bin froh, dass ich mit dieser Reihe jetzt erstmal an dem Punkt bin, wo ich bin und dass ich jetzt aktuell auf dem Laufenden bin. Auch, aber ich bin auch ein bisschen traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist und ich erstmal bis Dezember nichts Neues davon lesen kann. Aber ich habe es durchgezogen und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich 14 Bände dieser Reihe gelesen habe. Auch wenn es jetzt ein Jahr insgesamt gedauert hat, aber egal. In diesem Buch erstmal geht es um den Fallgardisten Aiden und die Fallgardistin Zaira. Und die beiden werden am Anfang der Geschichte entführt und gefangen genommen und müssen dann zusammen fliehen. Bekommen dann noch Hilfe von einem Gestaltenwandlerrudel und ja, stellen dann während dieser Flucht fest, dass da irgendwie mehr zwischen den beiden ist. Und die Geschichte entwickelt sich dann aber ganz, ganz schnell in eine sehr politische Richtung, was jetzt nicht nur die beiden betrifft, sondern was die ganze Welt betrifft und was die Verbindung zwischen den ganzen Rassen betrifft. Und die ist hier auch mit in Gefahr und das ist auch so das Grobe, worum es in diesem Buch eigentlich auch geht. Wie gesagt, es geht im Vordergrund um die Geschichte zwischen Aiden und Zaira, aber im Hintergrund wirklich geht es darum, dass man versucht, die ganzen Verbindungen, die hier zwischen den Rassen aufgebaut worden ist, zu torpedieren und zu zerstören. Und das muss natürlich verhindert werden. Und Baby, was ist los? Ich glaube, zum Schreibstil brauche ich hier nicht wirklich mehr viel sagen. Ich liebe den Schreibstil von Nalini Singh total gern. Er ist ganz, ganz toll. Und sie ist die einzige Autorin, bei der ich kein Problem habe, wenn mitten im Kapitel die Sichtweise wechselt. Also ich hasse es normalerweise, wenn man aus mehreren Sichten liest und das springt in einem Kapitel hin und her. Dann komme ich im Normalfall absolut nicht klar. Aber bei Nalini Singh habe ich damit absolut kein Problem. Und das ist ganz, ganz eigenartig. Wie gesagt, bei jedem anderen stört es mich einfach nur extrem.
Zur Welt, glaube ich, brauche ich auch nichts mehr sagen. Es gibt, wie gesagt, die Menschen, die Medialen, die Gestaltenwandler. Wir befinden uns ungefähr 150 Jahre in der Zukunft. Und ja, ansonsten weiß ich auch nicht, was ich zu diesen Büchern noch erzählen soll. Ich liebe sie. Sie sind ganz, ganz toll. Ich empfehle euch immer noch diese Reihe und ich empfehle euch immer noch mit Leopardenblut anzufangen. Und das ist das Letzte, was ich jetzt dazu sage bis Dezember. Und ja, I like it, I like it, I like it, I love it. Kommen wir jetzt zum letzten Buch, was ich im August gelesen habe. Und ich habe es am 31.08. beendet, deswegen zählt es gerade so in den August nochmal mit rein. Und zwar war das Anyone Dies in Paradise von Laura Newman. Ich liebe dieses Buch, ich liebe diese ganze Geschichte. Ich mochte den ersten Teil schon total gern und ich mag auch den zweiten so unglaublich gern. Das Buch kam jetzt schon im Juli raus. Ich habe mir aber gedacht, nee, du liest es jetzt nicht wieder als E-Book. Du wartest jetzt, bis du das Hardcover hast und liest endlich mal das Hardcover, weil bei Laura ihren Büchern ist es so, die kaufe ich mir immer zweimal. Einmal am Flashmob-Wochenende, wo sie rauskommen als E-Book und dann später nochmal als richtiges Buch, weil ich einfach die Bücher von Laura als richtiges Buch im Regal haben möchte. Aber dadurch, dass ich dann meistens die E-Books ja vorher habe und ich die Bücher gleich lesen möchte, lese ich dann meistens die E-Books, sodass die gebundenen Bücher ungelesen im Regal stehen, was auch ziemlich Schwachsinn ist. Deswegen habe ich jetzt bei Adit einfach mal gewartet, bis ich das Hardcover hatte und habe es dann gelesen und ja, was soll ich sagen? Ich liebe die Geschichte, sie ist ganz, ganz toll. Und ich habe von vielen gehört, dass sie den zweiten Teil besser fanden als den ersten. Und ich muss sagen, was die Handlung her betrifft und was die Story betrifft, mag ich beide Teile gleich gerne. Aber ich finde, man merkt halt hier im zweiten Teil auch wieder die Entwicklung, die Laura einfach gemacht hat als Autorin. Vom Schreibstil her und von den Umschreibungen her. Das merkt man einfach, wie Laura sich da wirklich von Buch zu Buch weiterentwickelt und das gefällt mir auch unheimlich gut. Und deswegen würde ich sagen, ist das wirklich ein bisschen besser als beim ersten Teil, aber was jetzt die Handlung und die Story betrifft, mag ich sie beide gleich gerne. In dem zweiten Teil von Adit geht es immer noch um Naya und ihre Gruppe von Freunden, die es geschafft haben, in der Zombie-Apokalypse in Texas zu entfliehen. Und wir befinden uns hier im zweiten Teil ungefähr 7-8 Monate später. Wir sind jetzt in Kanada vom Setting her und die Welt ist untergegangen und wir befinden uns, wie gesagt, immer noch in der Apokalypse. Und Naya und ihre Freunde versuchen immer noch irgendwie am Leben zu bleiben und suchen halt noch nach einer Siedlung oder irgendwas, wo sie sich angliedern können, um halt dort einfach irgendwie ein bisschen in Ruhe zu leben. Das Ganze stellt sich aber nicht allzu einfach heraus, denn es passieren hier in diesem Buch immer wieder Sachen, die unvorhergesehen sind und dann steht auf einmal das Militär wieder vor der Tür. Und was das Ganze mit der Sache in Texas zu tun hat, das verrate ich euch natürlich nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Es steht alles in einem großen Zusammenhang, so viel sei gesagt. Und ja, ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere. Ich liebe generell Lauras Charaktere. Also da kann man jetzt jedes Buch nehmen von Laura. Ich liebe die Charaktere, die sie schreibt. Ich finde die einfach so toll. Das sind so coole, liebevolle, nette Charaktere einfach und ich mag sie, ich mag sie, ich mag sie, ich mag sie und ich mag auch Naya und gerade Jace mag ich total gern und auch Summer und Gadget und ja, ich liebe die Charaktere, ich liebe die Handlung, ich liebe Laura ihren Schreibstil, ich glaube dazu brauche ich auch gar nichts mehr sagen. Wie gesagt, vom Setting befinden wir uns hier in Kanada in einer postapokalyptischen Welt und es ist, wie das Cover verrät, alles sehr, sehr eisig, denn wir sind hier im Winter und Kanada im Winter, das ist schon sehr, sehr hart und kalt und man kann es sich auch wirklich richtig gut vorstellen. Laura beschreibt das Ganze wieder unheimlich gut und ja, ich mag dieses Buch total gern. Das Einzige, wo ich nicht hundertprozentig zufrieden bin bei diesem Buch, ist das Ende. Ich finde, das Ende kam dann sehr, sehr schnell und sehr, sehr plötzlich und das wurde dann sehr, sehr schnell aufgelöst und war dann vorbei. Und hier hätte ich gern einfach irgendwie ein bisschen mehr gehabt. Also ich hätte gern einfach mehr Hintergrundinfos noch gehabt und einfach mehr Background und ja, einfach irgendwie gern noch ein paar Infos mehr hätte ich hier einfach gehabt zum Ende. Und ich mochte das Ende, das steht außer Frage. Ich fand, Laura hat das wirklich sehr, sehr gut gelöst. Aber hier hätte ich mir einfach gern noch ein bisschen mehr gewünscht. Und ich sage immer, wenn man sich als Leser mehr wünscht, dann ist das ja eigentlich nur ein großes Kompliment an die Autorin. Und ja, ich liebe dieses Buch und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Das war mein Lesemonat vom August. Es war, denke ich, auch wieder eine gute Mischung an Büchern dabei. Ich bin gespannt, was der September jetzt für mich bereithält, was das Lesen betrifft. Ich habe schon ein, zwei Bücher gelesen und ich lese gerade Das Juwel 2 mit Kati und Ronja. Hallo und holy shit, ist dieses Buch krass. Es ist einfach nur total krass. Mehr dazu, wenn ich es fertig gelesen habe. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.